Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Zweite Runde Hessen-Pokal. Unsere Mannschaft tritt beim VfR Fehlheim an. Übrigens in der exakt gleichen Aufstellung wie zu Hause bei der Niederlage gegen Marburg. Kurz nach 18 Uhr erfolgte dann auch der Anstoß bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen. Die Bayern mit dem ersten Vorstoß, aber die Fehlheimer waren von der ersten Sekunde an präsent. Siebte Spielminute, Eckball für den VfR. Die Gastgeber gefährlich nach diesen Standardsituationen. Die Alsnummer können zunächst klären, aber der zweite Ball landet ebenfalls bei den Gastgebern und dann auch nochmal die Nachschussmöglichkeit, die wiederum abgeblockt wird. Und es folgt eine erneute Ecke. Wir machen den Sprung in die 11. Minute, Eckball von der anderen Seite. Erneut haben die Alsnummer Probleme, den Ball von hinten herauszuspielen. Und die Vielheimer mit dem nächsten Abschluss und dem nächsten Eckstoß. Nach 14 Minuten dann die Bayern zum ersten Mal in Richtung Vielheimer Tor unterwegs. Freistoß, Younes Djebbari zu kurz geraten und der Flankenball von Nicola Jürgens findet keinen Abnehmer. Aber die Gegenbewegung stimmte. Nicola Jürgens macht sofort den Weg zurück und verteidigt den langen Abschlag der Gastgeber. Auf der anderen Seite in der 16. Minute bereits der fünfte Eckstoß für Fehlheim. Auch hier wieder die zweite Möglichkeit auf Seiten der Gäste und die Kopfballmöglichkeit, aber deutlich am Tor vorbei. 2 Minuten später die Bayern, dann über die linke Seite Younes Djebbari. Spielt auf Paul Seigl. Der Schaut in die Mitte, findet Lukas Fächer und der Ball rollt über die Torlinie. 1:0 für die Bayern. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt bringt Lukas Fächer die Bayern mit seinem ersten Pokaltor in dieser Saison in Führung. Aber die Gastgeber zeigten sich keineswegs geschockt. 19. Spielminute, Kopfballchance und Fabian Wolpert muss zupacken, klärt erneut auf Kosten einer Ecke. Und exakt 10 Minuten nach der Führung der Bayern die nächste Möglichkeit. Fabian Wolpert mit der Faust dazwischen, aber im Nachschuss erneut der VfR und Luchsteinmetz gleicht aus. 1:1 verdient der Treffer für die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt. Jetzt hieß es quasi vom Anstoß weg für die Bayern geduldig den Spielaufbau gestalten, die Lücke suchen, um erneut zu Torchancen zu gelangen. Paul Seigl flankt in die Mitte und da ist er schon. Giuseppe Signorelli, schneller geht's kaum. Zweiter Saisontreffer im Pokal und die 2:1-Führung. Postwendend nach einer halben Stunde. Wenige Minuten später dann zeigen die Bayern, wie man einen Turbo zündet. Ota Kosuke auf Nicola Jürgens. Der Ball kommt zu Lukas Fächer, der steckt Ja, der ist durch gut. auf die linke Und feuern. Seite. Paul Seigl Jawohl. zieht ab und keine 15 Sekunden nach dem Ballgewinn schlägt es im Tor der Gastgeber ein und es heißt 1:3. Kurz vor dem Halbzeitpfiff Und dann ab. Paul Seigl zündet auch Das noch ist die mal kurz den Abkomme. Turbo, geht am Gegenspieler vorbei, bedient Giuseppe Signorelli mustergültig Bravo. und der netzt 4:1 mit dem Halbzeitpfiff, quasi die Vorentscheidung im Spiel hier in Vielheim. Nach dem Seitenwechsel versuchten es die Gastgeber nochmal, kamen mit Tempo aus der Kabine, aber ein erster Schussversuch geht am Tor vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite dann Eckstoß für die Bayern, Kopfballabwehr der Gastgeber, dann Luka Garic und Almir Ziga, aber der Keeper hält den Ball fest, verhindert das nächste Alzenauer Tor. Dann erneut Almir Ziga. Da sind wir schon in der 76. Minute. Und das war's an Torchancen im zweiten Durchgang. Alzenau setzt sich in Fehlheim durch und qualifiziert sich für die dritte Runde im Hessenpokal.